und Anton. Hallo, ist da jemand? Da unten stecken Sie. Ah, Frau Wilkerling, was kann ich für Sie tun? Ich habe ein Problem. Corvus Corax, der Kolkrabe. Jakob heißt er. Hallo, Jakob. Und was ist das Problem? Wissen Sie, ich habe ihn schon als ganz kleinen Nestling bekommen. Damals als Kind war er schon ein richtiger Racker. Ja, sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht aus dem Nest gefallen. Und mit der Zeit ist er jetzt immer frecher geworden. Der guckt, als könne er kein Wässerchen trüben. Na ja, so sieht er ganz harmlos aus. Aber im nächsten Augenblick nimmt er dem Briefträger die ganze Post aus der Tasche. Und dem Maler stürzt er die Farbtöpfe um. Das ist ja ein starkes Stück. Bitte schön, hier. Lauter Rechnung und Beschwerden. Ja, und sogar in der Zeitung ist er schon gewesen. Das Schlimmste aber ist, er klaut. Nichts ist vor ihm sicher. Sogar die Polizei war schon da. Oh Gott, ein Rabe. Oh, der tut Ihnen nichts. Raben bringen Unglück. Es heißt nicht umsonst Unglücksrabe. Häfen! Spricht er etwa? Ja, das hat er sich so angewöhnt. Immer, wenn das Telefon geht, sagt er, Lefon. Lefon! Ist ja gut. Ja, bitte? Moment, Klaus-Peter, ich muss mich erstmal in Sicherheit bringen, ja? Tja, ich verstehe Ihr Problem. Aber was kann ich für Sie tun? Ich dachte, vielleicht kann Jakob hier bei Ihnen im Wasserwerk bleiben? Naja, eigentlich habe ich keine Zeit, mich um die Erziehung von Raben zu kümmern. Ja, aber wenn er hier nicht bleiben kann, dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Wissen Sie, was die Polizei sagt? Er muss ins Heim. Ins Tierheim. Entschuldigung. Lassen Sie ihn erst aus dem Käfig, wenn ich weg bin. Sonst fliegt er mir nach. Keine Sorge. Hier, das ist seine Lieblingswurst. Ja, jetzt muss ich aber los. Wenn dieser Rabe hier bleibt, zieh ich aus. So, Jakob, hier stört dich niemand. Und wenn du ausfliegen willst, da geht's raus. Wir beide werden schon miteinander auskommen, nicht wahr? Was denn? Das gibt's doch nicht. Verpfeif dich, du Unglücksvogel! So, jetzt reicht's. Bist du blöd? Was soll denn das? Klaus-Peter, ich dachte, du... Das finde ich jetzt richtig scheiße. Ich hab's gewusst. Dieser Vogel bringt nur Unglück. Mmh, rote Grütze. Mmh, lecker.
Schlauberger. Hast gleich entdeckt, wo es was zu naschen gibt, was? Na komm, was hast du da im Schnabel? Jakob! Jakob! Als ich klein war, ist mir so ein angeblich zahmer Rabe mal auf den Kopf geflogen. Ich hab gebrüllt wie am Spieß. Wieso? Was hat der gemacht? An den Haaren gezupft, ganz schlimm. Und nachts bin ich schreiend aufgewacht, weil mir dieses schwarze Monster im Traum erschienen ist. Die Viecher sind wirklich unheimlich. Die sind ja auch überall zu finden, wo Tod und Verwesung ist. Tod und Verwesung. Gut gesagt, Klaus-Peter. Kannst ja schon an ihrem Ruf hören, dass das Todesboten sind. Grab, Grab, Grab. Da läuft's einem echt kalt den Rücken runter. Manche Raben sind ja auch bloß verwandelte Zauberer. Kennst du der Rabe, das Duell der Zauberer? Mhm. Hab ich auf Video, bring ich dir mal mit. Neu? Mhm, neu. Ja, bitte? Die rote Grütze ist fertig. Die rote Grütze. Willst du mal probieren? Nein. Wenn der denkt, er kann sich jetzt wieder bei mir einschleimen, dann... Sag mal, riechst du... Oh. Kacke. Kannst du denn nicht mal einen Moment aufpassen? Wo ist der Schlüssel? Hast du ihn irgendwo liegen lassen? Ich weiß genau, dass ich ihn stecken gelassen habe. Ich lasse ihn immer stecken. Wer soll ihn denn weggenommen haben? Ich stelle nur fest, dass er weg ist. Klaus-Peter, bei uns wird nicht geklaut. Okay, du kannst mein Fahrrad nehmen. Ja, schön Stückchen für Stückchen. Ja, so ist es ein braver Jakob. Oh, guten Morgen, Anja. Kann man nicht mal in Ruhe frühstücken, ohne dass dieser Aasgeier am Tisch sitzt? Aasgeier hat sie zu dir gesagt. Na, ist doch wahr. Der frisst doch lauter Aas. Plattgefahrene Tierleichen und so. Du isst natürlich keine toten Tiere. Wir müssen den Raben dankbar sein, dass sie die vielen toten Tiere in der Natur beseitigen. Was meinst du, wie es bei uns aussehe? Die einfach alle liegen bleiben würden. Und was ist mit den ganzen Jungvögeln und den Vogeleiern und so, hm? Die Eichhörnchen, die du so possierlich findest, plündern viel mehr Vogelnester als die Paraben, die hier bei uns leben. Hier geblieben. Der Lump. Hier geblieben. Bleibst du wohl da? Direktor Schwalbe. Bitte hier runter. Ich hoffe, dass Sie die Pumpe bald wieder zum Laufen bringen, Müggelheim. Die Saugventile arbeiten noch nicht einwandfrei. Ventile? Wie lange wollen Sie eigentlich noch daran herumbasteln? Was ist denn das? Das ist ja Vogeldreck! Das wird ein Nachspiel haben! Kommen Sie, wir waschen das ab. Und, wieder okay? Ja. Meine Brille, wo habe ich denn meine Brille gelassen? Im Pumpenschacht. Ah ja.
Ich habe sie abgenommen und dahin gelegt. Ja, vielleicht ist sie zwischendurch gerutscht. Zwischendurch gerutscht? Ich müsste schon längst in der Verwaltung sein. Aber ohne meine Gläser kann ich mich natürlich nicht hinter Steuer setzen. Schauen Sie mal, vielleicht passt ja eine von denen hier. Anton kann doch nichts wegschmeißen. Na, damit bin ich ja blind wie ein Maulwurf. Dann probieren Sie mal die hier. Naja, die geht. Hier habe ich sie hingelegt. Das ist mir auch ein Rätsel. Sehr mysteriös, Müggelheim. Ich muss schon sagen, hier geschehen seltsame Dinge. Ich muss los. Wir sprechen uns noch. Jakob? Ganz schön frech. Das muss man ihm lassen. Jakob? Ich habe mit dir ein Wörtchen zu reden. Müggelheim? Ja, Frau Wilkerling. Doch, dem Jakob geht es gut. Ja, er benimmt sich ganz ordentlich. Ich finde, wir machen ganz gute Fortschritte. Das ist eine Kolbenpumpe, Baujahr 1907. Alles Handarbeit. Jede Schraube handgedreht. Das macht dir heute kein Mensch mehr. Lass liegen, Jakob. Halt! Verstehe. Er war in deiner geheiligten Pumpe. Im Tierheim werden sie ihm die Flötentöne schon beibringen. Was? Du willst ihn doch nicht etwa ins Tierheim bringen? Doch. Tja, erstmal musst du ihn haben. Mit dem Löffel in den Karton locken. Auf den uralten Trick fällt Jakob garantiert nicht rein. Raben sind die schlauesten Vögel. Sie sind aber auch die neugierigsten. Achtung, Schwalbe! Jetzt kein Mucks.
Ach, Herr Dr. Müggelheim! Wenn Sie denken, dass ich auf solch einen dummen jungen Streich hereinfalle, da müssen Sie schon etwas früher aufstehen. Sagen Sie mal, was treiben Sie hier eigentlich? Ach, Fräulein Anja, Sie auch? Wir führen einen Intelligenztest durch. Stimmt's, Anton? Naja, diesen Test dürfte ich ja wohl bestanden haben. Glänzend. Kein Wunder mit der neuen Brille. Ach, ist Ihnen diese Brille auch schon aufgefallen? Aber sofort. Und? Was sagen Sie dazu? Cool. Betont Ihren Typ. Tja, es sollte etwas Modernes, Dynamisches sein. Ach, übrigens. Mit besten Dank zurück, Herr Dr. Müggelheim. Und weiterhin viel Erfolg bei Ihren Tests. Tja, Anton, den Trick mit dem Karton kannst du dir jetzt abschminken. Den krieg ich noch. So. Jetzt. Was ist mit meinem Handy? Du wirst doch noch einmal ohne dein Handy auskommen. Ich bin mein ganzes Leben ohne Handy ausgekommen. Außerdem gibt es das gute alte Telefon. Ja, Frau Wilkerling, Müggelheim. Ich fürchte, wir müssen uns doch nach einem Heimplatz umsehen. Nicht verdient. Was für ein Vogel ist denn hier, Jakob? Ich bin nicht schwerhörig, junger Mann. Oh, Entschuldigung. Ein Keulkrabbe. Ein hochintelligentes Tier. Na, der ist doch hier gut aufgehoben. Wir haben doch schon einen Keulkraben hier. Ein Weibchen. Ich werde sie Jakobine nennen. Und Sie halten das für eine gute Idee? Jetzt haben Sie zwei solcher Rabauken. Ach, ich soll sie doch nicht in dem Heim lassen. Und außerdem wird sie einen guten Einfluss auf Jakob haben. Das wilde Junggesellenleben ist jetzt vorbei. Das wilde Junggesellenleben? Hast du deswegen nie geheiratet, Anton? Du triffst mal wieder den Nagel auf den Kopf. Anja, sieh mal da. Sind das alles Raben? Das sind die jungen Raben. Die rotten sich zusammen und machen die ganze Gegend unsicher. Eine richtige Gang also. Das können Sie wohl sagen. Aber das dauert nicht lange. Wenn die erstmal ein Weibchen haben, dann werden sie sesshaft und kümmern sich rührend um den Nachwuchs. Dann sind das gar keine Rabeneltern.
Jakob! Simon! Wer da kommt? Weg! Der hat die Käfigtür aufgemacht. Da hat er hier schon wieder was Neues gelernt. Und wo ist mein Handy? Mein Handy ist auch weg. Das war deine Idee. Mann, weißt du eigentlich, wie lange ich dafür gespart habe? Jakob, komm! Komm da runter, Jakob! Jakob. Ich fürchte, er ist beleidigt. Er mag dich, wenn man ihn einsperrt. Ein Augenblick. Was ist mit meinem Handy? Telefon! Telefon! Oh, dieser Halunke. Und was ist? Die Schraube von meiner Pumpe. Der Schlüssel von Klaus Peters Moped. Die Brille von Direktor Schwalbe. Und sonst? Eine Gabel. Da glitzert noch so ein kleines silbernes Ding. Mein Handy? Es ist nichts weggekommen. Ich habe mich richtig an ihn gewöhnt. Tja, es war tun nicht gut, aber lieber tun nicht gut. Tschüss, Jakob. Auf Wiedersehen. Und vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Oh, tja, wenn das nur gut geht. Nicht, dass Frau Wilkerling die nicht zwei freche Raben bei uns einquartieren will. Wieso? Du würdest doch auch zwei Rabenmanieren beibringen, oder? Na ja. Werde ich mal Direktor Schwalbe anrufen, dass seine Brille wieder da ist. Gib mir bitte mal dein Handy. Nee, Anton, das wollen wir gar nicht erst einreißen lassen. Es gibt doch noch das gute alte Telefon, oder? Mensch, Anja, warum gehst du nicht an dein Handy? Ich habe stundenlang versucht, dich anzurufen. Ich mache mich doch nicht zur Sklavin der Technik. Ich habe das Video. Der totale Horror. Der Rabe. Duell der Zauberer. Ich kann übrigens auch zaubern. Simsalabim. Mein Mopedschlüssel. Los, schmeiß das Video rein. Ich hoffe, du hast starke Nerven. Keine Angst, Klaus-Peter. Mit Raben kenne ich mich aus. Macht euch bereit für Marvi Hammer, JC, Ming und Roberto, meine World Reporter, nehmen euch mit auf spannende Entdeckungsreise. Taucht ein in die wunderbare Welt der Tiere.